Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Wie hat deine Familie auf dein Coming-out reagiert? Meine Familie hat so ein bisschen zwiegespalten darauf reagiert, was mir aber fast klar war, weil also meine Mutter war da schon immer entspannt, auch damals, als es darum ging. Ich habe ihr so mit 12, 13 eröffnet, dass ich halt auf Frauen stehe, dass ich Mädels einfach mehr mag und so, aber die war da ganz entspannt. Also für die war das ja das Normalste auf der Welt tatsächlich, zu sagen, ich liebe, wen ich möchte und es passt, Hauptsache ich bin glücklich. Demnach hat es für sie überhaupt nichts geändert. Mein Vater war aber schon immer derjenige, der einfach auch, das hat mit seiner Erziehung zu tun, da sehr konservativ drüber nachgedacht hat und das auch heute noch teilweise, also da geht schon mit schwul-lesbisch sein los, wo er schon Probleme damit hat tatsächlich. Also nicht, dass er Menschen ablehnt, aber man merkt, das ist nicht so seine Vorstellung einer Normalität, was Beziehungen angeht. Also für mich hat irgendwann dieser Kampf aufgehört, dass ich mich mit ihm darüber auseinandergesetzt habe, aber ich habe gemerkt, unser Verhältnis war schon sehr früh dahingehend gestört, dass er halt nicht akzeptiert hat, dass ich irgendwann keinen Schwiegersohn, sondern vielleicht eine Schwiegertochter mit nach Hause bringe. Das war schon so der erste Reibungspunkt. Dann war ich, sage ich mal, phänotypisch, also für alle anderen Menschen nicht sichtbar, sofort als Frau einzuordnen. Das hat ihn immer schon gestört, dass ich mich da eher ja, schon bewusst jungenhaft gezeigt habe. Das heißt, deswegen sind wir immer aneinander gerasselt, schon in meiner Pubertätszeit eigentlich. Aber ich glaube, er hat damals das vielleicht auf meine Pubertät abgeschoben und hat gedacht, ja, so eine Phase. Und jetzt da rebelliert jetzt jemand und es legt sich wieder. Ich habe natürlich dann, sage ich mal, das Fass zum Überlaufen gebracht, als ich dann mit Anfang 20 gesagt habe, hey, pass mal auf, du kriegst jetzt einen Sohn. Das war tatsächlich der Bruch zwischen uns, also ganz klar. Das war mit meiner Mutter eigentlich ganz entspannt, obwohl ich auch da eher Angst hatte, dass sie da bei diesem Thema doch nicht so cool reagiert. Aber wir haben uns zusammengesetzt, damals noch mit meinem Psychotherapeuten, weil ich unbedingt jemand als dritte Person dabei haben wollte, ja, der das neutral einfach ein bisschen moderieren kann, falls das irgendwie doch eskaliert und falls man doch aneinander hochgeht. Aber die war da, sie hat gesagt, sie hat eigentlich befürchtet, dass dieser Tag kommt und ja, es ist okay für sie, es wird nicht einfach, aber sie will auf jeden Fall den Weg mit mir gehen und ihr ist einfach wichtig, dass ich glücklich bin. Das war so ihre Aussage dazu und sie sagt, natürlich wird es schwierig, weil es ist jetzt auch kein einfacher Weg und da kann natürlich auch mal gerade gesundheitlich auch mal Risiken einem begegnen, aber sie geht auf jeden Fall den Weg mit mir und das war natürlich cool. Und mein Vater, erwartungsgemäß hat er einfach total ablehnend reagiert. Also ich hatte ihn am Telefon leider, das war ein bisschen doof, ich hätte gern persönlich mit ihm geredet. Hat sich so ergeben einfach, dass er mich angerufen hat und im Gespräch war das dann so, dass er mir eins gleich eigentlich zu verstehen gegeben hat als erste Reaktion, dass ich ab diesem Tag als Kind für ihn gestorben bin. So, und das war natürlich das, was man sich am wenigsten wünscht eigentlich. Also im ersten Moment habe ich das auch wirklich noch so abgetan, so nach dem Motto, ja, okay, es ist seine erste Reaktion und es legt sich vielleicht wieder. Und es war aber dann so, dass er auch das schon klar kommuniziert hat, dass er das nicht akzeptiert, diesen Schritt. Und dann hatten wir, glaube ich, fast boah, 2,5, 3 Jahre keinen Kontakt. Er wollte auch nicht, dass ich, also diese Angst vor dieser Gesellschaft war so groß, dass ich nicht in mein Heimatdorf zurückkommen sollte. Jetzt sind irgendwie 5 Jahre inzwischen vergangen. Ich bin bei mir angekommen und ich glaube, er merkt auch, dass ich bei mir angekommen bin und dass sich ja eigentlich nur meine Hülle verändert hat und der Mensch ja eigentlich gleich geblieben ist. Und wir nähern uns jetzt an. Also wir haben inzwischen doch ein recht gutes Verhältnis für das, dass es damals so eskaliert ist. Aber wie gesagt, es waren halt zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Ja, also ich wünsche allen so eine Reaktion, wie meine Mutter das getan hat, aber klar, so bei mir war es halt dann einfach zwiegespalten. Es war eine harte Zeit, aber war okay.